Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Ich heiße Chiomara Bier. Ich komme aus Freudenstadt. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Es hat sich leider keiner umgedreht. Ich kann nur für mich sprechen. Ne? Es gab hinten natürlich diese eine hohe Stelle, die du nicht ganz erwischt hast. Ich hätte aber vorher wahrscheinlich schon nicht gebuzzert. Einfach weil ich finde, dass du nicht so richtig im Gefühl warst. Ich glaube, dass du vielleicht ein bisschen zu nervös warst, um hier 100% abzuliefern. Das gehört aber auch dazu, sozusagen, dass wenn der Moment kommt, dass man dann auch seine 100% geben kann. Ich glaube, dass du hast die Talent, aber du hast nicht die Kontrolle. Ich würde dir vorschlagen, 3-4 Stunden Unterricht mit einem Gesangslehrer, um einfach dir zu helfen, diese Talent zu kontrollieren. Und bitte komm einfach dann wieder zurück. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich finde, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, ob du die Töne triffst oder nicht, ist, dass du Spaß dabei hast. Ja. Und bewahre dir diesen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein klein wenig enttäuschend ist für dich, wie es ausgegangen ist. Aber das ist nur ein kleines Hindernis auf dem Weg nach vorne. Und du schaffst es.